I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Okay, da war das Badezimmer, ne? Das ist eine andere Tür, okay. Ich sehe nämlich gerade die Rampe. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. Du solltest eigentlich doch reingehen. Hallo? Wieso darf ich da nicht reingehen? Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad Max. Gehen wir mal hier durch. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite in die Toilette rein. Moin, moin. Keiner wundert sich, dass ich einfach so hier stehe und hier heute Nacht übernachtet habe. Kein Thema. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Überfällige Zahlung. Fast $8,500. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, wofür das ist, aber wahrscheinlich für eine Behandlung oder so. They gave Chloe their giant expensive HDTV and they use our shitty tube television. Liegt hier noch irgendwas? Die wollen ja alles angucken hier. Autoschlüssel. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Ja, können wir jetzt rausgehen? Oh, die Tür war offen, okay. Look at all these dead birds. It's happening here too. I'm sorry, Bongo Kitty. But you passed on before I changed this reality. Oh man, the swing is gone now. Mr. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Ups, das heißt, sie sieht jetzt auch, dass ich mich hier draußen aufhalte, anstatt ins Badezimmer zu gehen. Wir sollten dann vielleicht wieder reingehen. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Arcadia Bay Beacon. Gestrandete Engel. Die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu fernenden Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr verderben.
Die Wahlschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllten keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Ministeriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite wird fortgesetzt. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Hä, saß sie nicht neben mir vorhin? Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Akademie, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen. Und doch verstärkten Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-Show »Wo sind Sie hin?« weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org, was auch immer das sein soll. Okay. Was ist denn mit dir? Kann ich mit dir sprechen? Kann ich, aber ich würde gerne erstmal das Papier angucken, was du da ausfüllst. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothekkonto sowieso in Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig. Oh Gott, da habe ich immer lange gewartet. Und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenen Ausmaß gewarnt, ja, 4 Jahre immerhin, und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Klemp, Kreditinstitut. Ja, da reden wir doch mal mit dem Vater hier. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max.
Das stimmt. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh, yes. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja, wir müssen immer noch das Badezimmer finden, aber wir schauen uns trotzdem noch ein bisschen um hier. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Also was heißt Badezimmer finden? Irgendwie eine Möglichkeit finden, ins Badezimmer reinzukommen, weil wir wissen ja eigentlich, wo es ist. Joyce is a food coupon boss. Okay. Das dicke Küchenmesser ist auch schon da. So, raus können wir nicht, wollen wir nicht. Joyce and William never had a garage sale before. Okay, Samstag zwischen 7 und 15 Uhr gibt es auf der 44 Cedar Avenue Möbel, Kleidung, Küchengeräte und mehr auf dem Flohmarkt. Merkt euch diesen Termin. Post haben wir auch noch. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Kundendienst Happy Credit Card Services. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über $3,458 zahlbar an Happy Credit Card. Mit freundlichen Grüßen, HCC Kundendienst. Zentrum für physische Rehabilitation Arcadia Bay. Sehr geehrte Mrs. Price, aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von $1,250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. J. Smith. Ja, können wir da rein? Nein. Können wir eigentlich laufen? Nee, ne? Wir können nicht mal da hoch. Okay. Ja. Da haben wir jetzt nur ein Problem, weil wir können ja dann theoretisch nur durchs Badezimmer, also durch die Toilette ins Badezimmer. Das Problem ist nur, wir kriegen ja die Tür nicht auf. Und ich will mir das ja nicht ansehen. Ich will da rein. Hallo? Will ich mir auch nicht ansehen. Tut mir leid, aber ich habe leider deine Drogen nicht gefunden. So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful that I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice. Oh, look, I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Oh, I'm too busy with school and photography. Oh, please. You can't be an artist unless you experience life.
that includes boys, girls, whatever. This guy Warren asked me out, but I turned him down. Now he's with somebody else. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like my dad. How's William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or Mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Ja, das hat uns, wie schon gedacht, nicht weitergeholfen mit der Toilette. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. I'm so glad we had our movie night. Even if you crashed on me. That's why they call it a sleepover. Hm. Haben sie die Drogenfläche oben irgendwo hingelegt? Nein. Sieht nicht danach aus. Ich brauche Drogen. Gebt sie mir. Morphium, Koks, alles was ihr habt. Nein, okay, Morphium würde mir schon reichen. Beziehungsweise würde Chloe reichen. Und wir können hier wirklich nicht hoch. Achso, Moment, wir haben hier unten ja noch Türen. Aber da können wir auch nicht durch. Aha. Ach, linke Maustaste hinaufgehen. Ja, wenn man denn lesen könnte. Ne? Jetzt weiß ich, warum es eben nicht geklappt hat. Hallo, ich bin auf der Suche nach den Drogen im Badezimmer. Das ist nicht das Badezimmer. Das wäre eigentlich Chloes Zimmer. Schauen wir hier auch nochmal. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf den Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Na, sowas sollte man nie zu früh machen, ne? Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Dann mach es doch! Toys? Tonight. I kinda wanna open this and see shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hi Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder, Aaron. Da, 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 da. Ist alles so mühsam, wenn man nach den Drogen sucht. I'm still overwhelmed by this new reality. Ja. I guess we stopped growing up together. Ich sehe aber ihren Namen gar nicht. Ich sehe überall nur Chloe, Chloe, Chloe. At least we never had to hide from Stepdouche. Tja. Ob das jetzt besser ist? A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Na gut, wir gehen mal wieder raus. Okay, die haben sie sich schon mal aufgespart, das ist schon mal gut. Wir gehen trotzdem erstmal ins Badezimmer. Achso, Lichtschalter. So, Drogen, Drogen, wo sind denn die Drogen? How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Öffnen. Here it is. Juhu. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend.
Warum denn nicht? Dann behalte es doch selber. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Haben wir hier noch was? Vielleicht können wir noch was mitgehen lassen. War natürlich nur ein Scherz. It's cool that Chloe uses natural medicine too. So. Gut, dass da kein Zombie aus der Duschkabine rausgesprungen kommt. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell nach unten. Wobei, hier ist noch was. It's all about you, Arcadia Bay. Isn't it? Können wir hier noch rein? Wir können da noch rein, aber ich guck mal eben. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Okay. Stöbern wir nochmal ganz kurz hier in der letzten Tür rum. Oder hinter der letzten Tür. Guten Tag. Oh, Max, it is so nice to have you around. Hi, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich wollte nur die Drogen besorgen, dann wieder abhauen. Und ein bisschen rumwühlen. Oh, no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe's respiratorisches Zentrum Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass Sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte Sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustandes informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen können. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Phibes. Jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf beim Vorlesen. Oh, ich wühle mal so ein bisschen in der Schublade rum. Merkt die bestimmt nicht. Joyce is already a supermom. Supermama, sie führt die Familie an. Dr. Bill. Dr. Bill hört sich wie so eine Werbung an. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Ja, das kann man ändern. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult, but... Nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Plus...
You guys have to work, too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Genau, ich muss die Drogen ausliefern. William is trying so hard. He's still awesome. Super Papa, Sie sind der Held der Familie, Dr. Bill. Wer ist dieser Dr. Bill zur Hölle? Und warum weiß der das alles? That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Vielleicht ja ich. Look at them. They have no idea what's in their future. Ja. Okay, dann eilen wir jetzt mal ganz schnell hier die Treppen runter, weil ich nämlich gleich gerne einen Cut machen würde, nachdem ich Chloe die Spritze gebracht habe, beziehungsweise die Spritze reingemacht habe, wie auch immer. Laufen konnte ich? Ah, doch, ich konnte schneller gehen. Okay. So, kann ich das direkt reinmachen? Nein? Muss ich mit dir reden? Ja. Okay. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever.